Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal kein Update von den Beta-Babys, sondern von den Simplex. Ich hatte euch ja berichtet, dass ich hier ein Männchen reingetan habe, was tragend war oder ist. Und jetzt kann ich euch mal das Männchen von Weitem sehen, weil ich habe ein bisschen Grünzeug rausgenommen. Ich hoffe, er schwimmt jetzt nicht weg. Und zwar seht ihr das jetzt, dass er ein dickes Maul hat. Denn Simplex sind Maulbrüter. Vielleicht zeigt das sich gleich noch von der Seite. Nee. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Und ich habe das Becken jetzt auch die letzten Tage in Ruhe gelassen, weil ich ihn nicht stressen wollte. Deswegen ist es auch ein bisschen dreckig hier. Es sind auch ein paar Stecken drin, wie ihr seht. Hier ist auch ein bisschen Algenwuchs. Naja, und ich hoffe, ihr könnt es sehen, aber er hat die ersten Jungtiere rausgelassen. Da unter dem Filter der eine Strich. Leider schlecht zu sehen. Versucht mal näher ranzugehen. Nee. Aber da hinten, ah, jetzt sieht man hier nochmal von nahen. Da in dem Maul, in den Seitensäckchen. Er ist total abgemagert, deswegen ist bei Simplex auch die Nachzucht so, dass man halt mehr Männchen als Weibchen haben sollte, weil die Männchen halt nichts mehr essen. Ich habe ihnen schon Futter angeboten, aber er nimmt nichts. Naja, aber hier unten, dort seht ihr die Striche. An der Naht ist eine, davor ist einer, der ist schon ein bisschen größer, der ist schon ein bisschen länger draußen. Und hier an der Seite sind auch noch welche, da sieht man es. Da am Schild. Der Strich. Da ist das größere Baby, da sieht man es. Der ist schon länger draußen. Ist auch schon ein bisschen größer. Und die anderen seht ihr, die sind noch ein bisschen kleiner. Die sind ein bisschen, die sind erst heute entlassen worden, soweit ich mich nicht täusche. Da auch. Die sind jetzt circa 5. Naja, 5 mm ist der große. Die sind eher so 4, 3 mm. Und ja, ich habe ihnen hier ein bisschen Instant-Futter angeboten. Da gehen aber eher die Schnecken drauf. Ja, wie gesagt, das Becken mache ich jetzt nicht sauber. Denn er soll in Ruhe die Jungtiere entlassen. Und ja, wollte ich euch mal dran teilhaben lassen. Ich möchte jetzt erstmal sehen, wie sich die Jungtiere entwickeln. Deswegen habe ich auch keine Anstalten, erstmal Tiere abzugeben. Also falls da eine Frage kommt, nein. Ich möchte das erstmal beobachten. Und ja, man sieht sich. Tschüss.